Hallo und herzlich willkommen zur 85. Folge unseres Let's Play Green Project. Wenn ich das richtig höre, ist hier gerade das fertig geworden. Jetzt muss ich noch mal gucken, ob wir da noch mehr von brauchen. Ja, einmal können wir noch. Ja. So, und dann sind wir mal so frech und lassen den Rest vergammeln. Ja, ich weiß, wüsste sonst nicht, was ich damit jetzt machen soll. 7 Tage. Kaffeebohnen könnten wir uns auch mal wieder drum kümmern. Schinken in Dosen. Wir haben so viel zu essen. Die könnten wir dann mal rüsten, ne? Was? Ach so. Na ja. Gut, gut. Und Zwiebeln. So, die kommen rein, 2 bleiben über. Warum habe ich das jetzt angeordnet? Kürbis kommt nach hinten. Ja, sollte man dann vielleicht auch da reinziehen. So, dann haben wir die auch. Och, hör drauf zu meckern. Ist ja schlimm. Einmal kurz daneben geklickt und schon ist er am Rumbrubbeln. So, davon haben wir auch schon wieder 7 Stück. Den brauchen wir nicht auffüllen, weil da ist im Augenblick nichts.
Okay. So, die mal wieder voll alle. Ist zwar im Augenblick nicht wichtig, weil wir sie nicht brauchen, aber nicht, dass ich dann erst anfange, wenn wir sie dann brauchen. Gut, die beiden sind leer. Und es ist schon wieder Nacht. Habe ich hier noch irgendwas? Ja, das habe ich. So, das packe ich mal wieder hierher. So. Ich würde sagen, es ist spät genug. Ja, mecker doch mal eine Runde. Also so lange schon nicht mehr gemacht. Zu trinken brauchen wir noch was. Genau. So, da können wir dann als nächstes uns um die Kaffeebohnen kümmern. Dass wir die dann mal rösten. Was haben wir jetzt hier noch drin? Irgendwas Wichtiges? Nö. So, das sind noch fünf. So, boah, ist eine Menge, was wir da haben. Da sollten wir mal langsam auch wieder was verarbeiten. Gut. Ach so, wie sieht das mit dem Kaffee aus? Einmal müssen wir auf jeden Fall herstellen, aber das machen wir erst. Ich meine, wir brauchen mal 10. Oder sind es 5? Wenn es 5 sind, dann ist es immer durch 5 teilbar. Ja, gut. Moment, was macht
ein Käfer hier drin. So, bisher passiert da nichts weiter. Ich habe bisher aber noch kein Eichhörnchen oder Ähnliches gesehen, ne? Denn die soll es ja mittlerweile geben. Was hatte ich denn da eben sonst noch aufgesammelt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich daneben gegriffen oder so. Gut. Das haben wir auch. Ach, das hatten wir aufgesammelt hier, ne? Nö, auch nicht. Ich sehe nichts. So, das und da kommt das hin. Der kommt weg. Wow, eine Menge Pilze. Okay, das kommt hier hin. Das kommt dahin. Dann können da auch wieder eine Eiche wachsen. Das kann da rein.
Gut, das stellen wir daher. Okay. Da ist ein Käfer. Hier hatten wir schon mal einen. Dann können da zwei hin. Sind dann beide nur noch einen Tag haltbar. Umso besser, umso schneller kriegen wir Platz. Wo sind sie? Da sind sie. So, wir haben zwei von denen. Das heißt, wir können uns um das Huhn kümmern. Auch ja. Wo ist es da? Wo ist es jetzt? Da ist es. Ich glaube, das sind weniger geworden. Nee, doch nicht. Hey. So. Komm, eine Zwiebel müsste noch da sein, ne? Ne, zwei sogar noch. Das Huhn, 2 Tage. Das heißt, einen Moment, behalten wir es noch so.
ist immer noch da. Ich glaube, da müssen wir einmal schlafen für. Oder nochmal schlafen für, dass der weggeht. Müssen wir halt mal gucken. Nicht, dass ich da jetzt was falsch gemacht habe. Da unten, der ist fertig. Den wollte ich. Dann packen wir mal aus, was wir da so mit haben. Das da rein, das da rein. Das auch. So, dann haben wir die weg. Salz. Gläser. Das Huhn haben wir noch nicht zerlegt. Und Wasser. Noch eins über. Dann gehen wir mal das Huhn zerlegen. Jawohl. Kohle ist fertig, jawohl. Kaffee, meine ich, ist fertig. So, das da rein. Das einsammeln. Stöcker haben wir. Die können da rein. Okay. Wasser ist alle. Da rein. Das einsammeln. Das da rein. Das kann da wieder mit rein. Ja, haben wir schon direkt ein bisschen Ordnung. So, und was trinken?
Aha. Pilz ist weg. Gut. Das kann hier mit rein. Das hier oben. Dafür haben wir im Augenblick nichts. Wir haben da noch zwei verschlossene Dinger. Ist da vielleicht ein Hut, in den wir uns da noch was reinpacken können? Oder ich weiß es nicht. Oder vielleicht hier besseres Hemd, bessere Hose. So. Kaffee und Wasser und ein Mörser. Das heißt, wir brauchen jetzt tatsächlich einen zweiten Mörser. Guck mal, eine Kappe. Knochennadel. Wie kriegen wir denn eine Knochennadel? Okay. Knochennadel. Wo kriegen wir einen Katzenkorb? Stimmt, wir können ja jetzt mittlerweile auch uns Katzen besorgen. Also ich muss gestehen, Hund wäre mir lieber. Aber das ist Geschmackssache. Was wollte ich denn jetzt überhaupt gucken? Ach so, den Mörser, genau. Normal müsste der doch unter Nützliches sein, oder? Teilwassersammler. Ein Wasser, der mehr Wasser speichern und sammeln kann als ein Holzsammler. Okay. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Wasserspeicher, ein Samensortierer.
Es gibt dann immer mal wieder so Momente, wo man an sich selber zweifelt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oder ist das unter Werkzeuge? Ja, da ist es. Baumstamm, Messer und Pfeile. Pfeile. Und ein Messer haben wir hier. Baumstamm, Messer, Pfeile und Mörser herstellen. Und das Messer müsste für einmal noch reichen, denke ich mal. Okay, hier ist nichts mehr. Kaffee ist fertig. Der geht so schnell, der braucht nur 10 Minuten. So, das dürfte mal langsam wieder vergammeln. Was brauchen wir sonst noch? Pilze haben wir ja noch. Okay. Noch 17 Tage, 6 Tage, 1 Tag. 23 Tage. Und dann noch 2 Tage. Macht aber gar nichts. So, das sammeln wir schon mal weg. Rumlaufen hier, gucken, ob alles in Ordnung ist. Jawohl.
was hier liegt. Diese dusseligen Hühner. Gut. Da oben auch. Du dummes Huhn, das überlebst du nicht, wenn du hier bleibst. Ja, du genauso hier. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass ich auf meine Gesundheit oder meine Müdigkeit achten muss, dass ich nicht wieder vor lauter Erschöpfung sterbe. Das muss nicht sein. Sieben. Okay, meine Axt ist auch kaputt. Geht doch. Wie kommst du jetzt hier durch? Na, drei reichen die noch? Okay. Und ab ins Bett. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge, die recht lang geworden ist sogar.
Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.